Wie Zwillinge seht ihr aber nicht gerade aus. Naja, unsere Väter sehen sich auch nicht ähnlich. Ich bin jedenfalls Christian. Nico. Jana. Christian, der Retter. Das hättest du sehen sollen. Er hat den Fahrschein einfach so von meinen Füßen fallen lassen, ohne dass der Kontrolleur es mitkriegt. Und dann, oh, Entschuldigung, du hast da was verloren. Echt? Cool. Kontrolleure verscheißern ist mein Lieblingshobby. Du hast echt was gut bei mir. Ich wette, ich kann erraten, was dein Lieblingscocktail ist. Mai Tai? Nein, warte. Daiquiri. Boah, kannst du das bei jedem? Nein, nur bei jemandem, den ich mag. Ich hoffe, du magst mich trotzdem, denn ich trinke lieber ein Bier. Nicole, 3 alt, bitte. Okay. Und wieso sind wir uns noch nicht früher begegnet? Ich meine, gerade hier im No Limits. Ich bin das erste Mal hier. Jetzt sag nicht, dass das Schicksal ist. Keine Sorge, ist reiner Zufall. Na dann, auf den Zufall. Hallo, Bruderherz. Christian? Das ist eine Überraschung, hey! Gregors Bruder scheint es dir ja ganz schön angetan zu haben. Ich gebe zu, er hat was. Ja, das hat Coco heute Nachmittag im Bus auch gesagt. Wir haben uns gestritten, wer ihn zum Kaffee einladen darf. Und dann ist er plötzlich ausgestiegen und war weg. Scheint dir dein Glückstag zu sein. Ja klar, da hänge ich gerne noch 2 Stunden dran. Nicole, bestens. Weil dann kann ich mich noch ein bisschen um Christian kümmern. Aus dir ist ja ein richtiger Mann geworden. Was hast du erwartet, eine alte Frau? Nein, aber du hättest ruhig mal ein bisschen vorher vorbeischauen können. Ich habe dich wenigstens angerufen. Ab und zu. Ja, naja. Ja, jetzt bist du ja da. Was treibt dich nach Düsseldorf? Hm? Dich besuchen. Und wie geht's dem Alten? Wie immer. Schade auch. Prost. Willkommen in Düsseldorf. Cheers. So, und jetzt erzähl schon, es ist so viel passiert. Wir haben uns ewig nicht mehr gesehen. Geht's dir? Du, das ist alles halb so wild. Wollen wir dann mal gehen? Dein Christian kommt halt sowieso nicht mehr. Er ist nicht mein Christian. Aber immerhin weißt du ja jetzt, wo du ihn finden kannst. Ja, immerhin. Zahlst du schon mal? Ich muss noch mal wohin. Ja, du hast ja gesehen, da oben in der Wohnung ist genug Platz. Und von mir aus kannst du so lange bleiben, wie du willst. Danke, Mann. Ist doch klar, du bist mein Bruder, hey. Das ist so ein geiler Laden, echt. Tolles Design. Gefällt dir, ja? Das ist alles mal umgebaut worden vor ein paar Monaten. Ich hab's selbst entworfen. Für sowas hast du ein Händchen. Ich fand früher dein Zimmer schon geil. Hat sich das Warten ja gelohnt? Sprichst du ihn noch mal an? Was soll ich denn sagen? Ja, tschüss dann. Ciao. Ach, Nico. Ich hab gehört, Düsseldorf soll ganz cool sein. Hast du nicht vielleicht Lust, mir ein paar Ecken zu zeigen? Ja, klar. Oh, tut mir leid. Ich glaube, du hast da was verloren. Dein süßer Retter von gestern geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ganz schön bescheuert von uns, so lange rumzudiskutieren, bis der aussteigt. Ja, echt. Morgen. Du lebst noch? Ich hätte schwören können, dass Lisas Mutter dich einen Kopf kürzer macht. Es war auch fast so. Ich gehe schon. Lisa hat mir da ganz schön was eingebrockt. Lisa, du bist unschuldig, oder was? Hi. Ja. Ich würde auch keine Jubelsprünge machen, wenn meine Tochter mit einem stadtbekannten Aufreißer durch die Stadt zieht. Besten Dank. Keine Ursache, den Ruf hast du dir hart erarbeitet. Hi, Lisa. Morgen. Hast du keine Schule? Was ist das denn für eine Begrüßung? Hast du oder hast du nicht?
Doch, aber... Kein Aber. Ab mit dir in die Schule. Ich habe keinen Bock, nochmal von deiner Mutter so einen Anschiss zu kriegen. Sorry, Mädels, ich habe noch einen Termin. Sonst verrichtet der Köter sein Geschäft auf dem Perserteppich seines Herrchens. Dann aber schnell. Ja. Sag mal... Hallo. Warum hast du ihr eigentlich nicht gesagt, dass du Christian wieder getroffen hast? Ach, das erfährt sie noch früh genug. Nico, Gregor für dich. Oh. Gregor? Hi, Nico. Ich hab gehört, du würdest gerne im No Limits kellnern. Ja, unbedingt. Ich brauche einen Job. Von mir aus kannst du gerne die Tage mal eine Probeschicht machen. Und wenn's klappt und dir gefällt, dann wird mehr daraus. Ja, perfekt. Vielen Dank. Ich melde mich dann bei dir. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Du hast den Job? So gut wie. Das ist genial. Endlich haben wir jemanden in unsere Stammkneipe eingeschleust. Ach, du meinst, du kannst dich dann für lau besaufen, oder was? Gregor muss es ja nicht mitkriegen. Ja, klar. So viel zur Solidarität unter alten Freunden. Ich muss zwar neben meiner Ausbildung jobben, aber dafür bin ich ganz in der Nähe von meinem Traumtyp. Vorsicht, noch hast du bei Gregor keinen Vertrag unterschrieben. Außerdem, was Christian angeht, die Konkurrenz schläft nicht. Ja, aber im Gegensatz zu Coco sitze ich in der ersten Reihe. Sag mal, mein Lieber, hast du irgendwo meine Autoschlüssel gesehen? Ich weiß noch nicht mal, wie die aussehen. Ah. Was denn? So willst du dich mit der kleinen Gräfin treffen? Gräfin? Ja, Nico ist eine echte Vorn- und Zu-Lahnstein. Da solltest du dich schon ein bisschen mehr ins Zeug legen. Verkleiden ist nicht mein Ding, okay? Ja, dann musst du es so probieren. Viel Erfolglosigkeit. Gräfin? Hast du jetzt vielleicht auch noch deinen Wohnungsschlüssel vergessen, oder? Hallo, Christian. Hast du etwa unsere Verabredung vergessen? Ja. Na? Kann ich so gehen? Ich weiß aber nicht, ob Christian da noch Augen für die Stadt hat. Dann habe ich ja alles richtig gemacht. Und was fange ich jetzt mit meinem Tag an? Vielleicht sollte ich euch begleiten. Ja. Hallo, Christian? Hi, Nico. Schlechte Nachrichten. Ich habe tierische Zahnschmerzen, muss dringend zum Zahnarzt. Können wir unsere Stadtführung verschieben? Ja, klar. Tut mir echt leid. Ich rufe dich wieder an. Okay. Und, gute Besserung. Ciao. Dann also doch ein Stadtbummel mit mir. Also, ich hätte da was Romantisches oder eine Komödie? Ja, Action oder so. Mann, verschoben ist doch nicht abgesagt. Und so ein Date mit Zahnschmerzen ist bestimmt nicht lustig. Ja, vielleicht hast du ja recht. Ich werde Christian nachher einfach nochmal anrufen. Genau. Und bis dahin ist Ablenkung die beste Medizin. Nick. Bleibt jetzt nur die Frage, ist das die Zahnärztin oder die Sprechstundenhilfe?